eigentlich, jeder hat so seinen Rhythmus. Ich glaube, an Spieltagen ändert sich nicht viel. Vielleicht isst der eine mal mehr Nudeln, aber sonst bleibt man so dabei, wie man die Tage davor auch gelebt hat. Ich esse zum Beispiel vorm Spiel eher weniger Kohlenhydrate, um dann einfach mich ein bisschen leichter zu fühlen, nicht so viel verdauen zu müssen, aber die Kraft reicht ja trotzdem. Ja, ich muss sagen, es ist schon eine kleine Umstellung hier in Frankreich zu essen. Hier gibt es ja doch nochmal ein bisschen andere Sitten. Heute Abend gibt es dann mal was aus dem Restaurant. Ich denke, das haben wir uns bis dato verdient. Und dann werden die Speicher nochmal richtig aufgefüllt. Aber trotzdem schauen wir natürlich, dass die Jungs immer Gemüse, Kohlenhydrate, also Nudeln vorm Spiel haben, dass wir Fisch, Fleisch immer haben, dass wir zum Beispiel mit Karim Kaisau hat man den Safter vorm Frühstück immer dastehen, wo wir immer Smoothies machen konnten und immer frische Geschichten, Gemüsesäfte. Von daher gibt es immer was, was die Speicher auffüllt. Noch wichtiger ist es direkt nach dem Spiel, dass man, wenn man in die Kabine kommt, dass wir da immer gleich Nüsse haben, Rosinen haben, Karamals, um einfach die Speicher aufzufüllen, weil da ist der Körper am empfänglichsten dafür. Und da sind die Physiotherapeuten ja top vorbereitet, dass die Jungs sofort gleich wieder Energie kriegen.